Moin, moin, Freunde. Heute zeige ich euch nach langer Zeit mal wieder was von Nova Media. Und zwar Pig mit Nicolas Cage. Ich glaube, die meisten haben den Film noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Die ganzen Kritiken, die ich gelesen oder gesehen habe, immer sehr positiv. Also wieder eine sehr, sehr gute schauspielerische Leistung von Nicolas Cage, und jetzt hat Nova Media dazu ein exklusives Steelbook rausgebracht mit Fullslip und Lenti, und ich habe hier für euch das Lenti. Wir machen es mal auf. Hier ist das Fullslip. Interessantes Material, matt. Das ist hier geprägt in Gold. Und hier haben wir den Spine. Hier das Back Artwork. Das ist hier Hochglanz von Nicolas Cage. Auch nicht schlecht aus. Das mal raus, gucken, ob das Fullslip hier stehen bleibt. Sieht gut aus. Kommen wir zum Booklet. Also ich will mir den Film auch noch mal anschauen. Ich glaube, der läuft auf Amazon Prime, wenn ich mich nicht irre. Und von allen Freunden, die den Film gesehen haben, die haben alle gesagt, also ein sehr guter Film, lohnt sich. Ist jetzt kein Blockbuster oder so, ne? Also nicht jetzt verwechseln mit seinen früheren Filmen, keine Ahnung, Con Air oder The Rock oder sowas, ne? Das ist jetzt schon eine andere Filmmachart oder ein anderes Genre, würde ich sagen. So, das war das Booklet. Jetzt machen wir mal das Steelbook auf. Steelbook ist sehr fingerabdruckempfindlich, weil es ist übelst Hochglanz. Leider keine Prägung. Ich vermute mal, wenn es ein bekannterer Film oder irgendwas Größeres wäre, hätten sie vielleicht auch nochmal das Geld in die Prägung investiert. Vermute ich jetzt mal. Aber sieht gut aus. Sieht schön aus. Back Artwork auch schön. Auch Hochglanz. Das Steelbook sieht echt gut aus. Ich sehe jetzt keine Macken oder sowas. Nicht schlecht. Das Bein hier, Pig. Dann haben wir hier noch ein paar Kärtchen. So typisch Nova. Einmal hier so die Mini-Kärtchen. Das ist das Schweinchen, der Nicolas. Mal hier hin, und hier haben wir noch ein paar andere Kärtchen. Und ein paar Bilder auch vom Booklet, ne? Ähnlich. So, und jetzt kommen wir zum Innenartwork vom Steelbook. Das ist die Disc. Sieht auch nicht schlecht aus. Und hier das Innenartwork. Sieht auch gut aus, ne? Beide Charaktere links und rechts. Nichts in der Mitte. Also ich finde es ist echt ganz gut geworden. Ne? Hat Nova wieder was Schönes kreiert. Das war jetzt Pig von Nova Media exklusiv. Ich hatte vergessen, mal, das war Nummer. Das hatte ich hier 1100 von 1200. Die Limitierungsnummer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.